Gehen wir. Na gut, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, worum es geht, aber na gut. Marquis, Sie und Lady Egrain nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. So, also machen wir jetzt einen kleinen Alleingang. Ah ja, verfolge die restlichen Entflohenen. Na gut, dann machen wir das mal. Ja, sieht doch hübsch aus. Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Okay. Bisschen duster gerade hier. Ich weiß nicht, wo man hier so lang muss, kann, soll. Ja, anscheinend nirgendwo. Okay. Das meine ich mit irgendwie sinnfreie Ecken. Ich meine, es ist echt schön, aber warum kann ich da überhaupt rein, wenn da gar nichts ist? Naja. Ist ja sehr stimmungsvoll. Irgendwas sagt mir, dass hier nicht nur Entflohene rumlaufen gleich. Vor allem der Hinweis gerade mit den Halbblütern. Ich bin mal gespannt, was hier noch kommt. Wo? Da vielleicht? Ich guck mal. Hallo? Hallo? Nein? Nichts. Eine schöne Lampe. Okay, da kann ich lang. Nicht hier. Was? Ritter, irgendwas? Ich fühle mich einfach mal angesprochen, ja? Oh, das sieht aber nicht gut aus da unten. Okay, mehr passiert aber nicht. Ich kann auch nicht durch direkt. Galahad, machst du Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, Mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Okay. Noch nicht, das kommt aber wahrscheinlich bald. Irgendwas sagt mir, das wird nicht lange so bleiben. So, da kann ich lang. Meine Fresse, ist das düster hier. Kann ich hier auch rüber? Nein? Okay, nee, dann müssen wir da wohl hoch. Achso, ich muss mich einmal rüberhangeln. Na gut, machen wir. Okay, elegant. Und einmal da hoch, bitte. Doch, dass ich eher hier bin. Ja, ist ja gut. Die Jugend gewinnt immer. Du bist eine alte Angeberin, meine Liebe. Tu mal nicht so, als wenn ich so alt wäre. Kann ich hier auch rüber? Ah ja, kann ich. Okay. Hi. Einer der Flüchtigen ist ein Halbblüter. Okay. Okay. Hi. Stöckchen. Fuck. Das. Oder auch mehrere. Das hatte ich jetzt nicht so ganz erwartet. Sind Sie bei seiner Position? Mein Weg ist versperrt. Oh, alter Schwede. Wo ist die Sau? Ja. Ach, die erhöhen sich auch noch. Ja, alter Schwede. Okay. Bestätigtes Ziel bei mir. Alter Schwede. Kann man die denn abwehren? Ja, nicht, wenn sie hinter einem stehen. Oh, ich sehe es schon kommen, dass ich hier gleich sterben werde.
nein, 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 nicht beißen. Aus. Aus? Braves Hundi. Oh Gott, das geht aber krass auf die Gesundheit. Nein, gefällt mir nicht. Ja, okay, cool. Damit wären wir dann das erste Mal tot. Schön, hätten wir das auch mal gemacht. Halleluja, ey. Die sind aber ätzend. Ah, da habe ich mich auf was eingelassen hier, ey. Ich sehe dich. Also nicht viel, aber ich sehe dich. Bestätigtes Ziel bei mir. Ich möchte gerne nachladen. Aua. Sehr unhöflich, mein Lieber. Komm her. Nein, 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 nein. So, Schrottblatt. Monsieur, warten Sie. Ich bin fast da. Ach, Mist. Komm her. Oh, die kann man aber echt schlecht erkennen hier gerade. So, darf ich bitte nochmal draufhauen? Danke. Oh, das war aber zu spät. Oder Sinn der Sache? Ich weiß es nicht. Was ist passiert? Die meisten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Okay. Ihr zwei da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Oh, okay. Okay. Kein Plan, was abgeht. Voll gut. Vielleicht sollten wir schneller klettern, wenn der abhaut. Ich meine ja nur. Ah, hi. Halleluja, was ist das denn für eine Waffe? Wo muss ich? Ja, ich renne ja so schnell ich kann. Alter Schwede. Komm schon rüber hier. Los. Ja, ich versuche mal mein Bestes, aber erstmal muss ich hinterherkommen hinter den Viech. Wo lang? Da lang? Ja, zufällig einen großen Werwolf gesehen, ja. Hi. Cool. Ja, für einen alten Mann rennt er aber echt ganz schön schnell. Auf den Weg! Na, den haben wir doch erwischt. Was eine abgefahrene Waffe. Hi. Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Okay. Okay. Was sollen wir mit ihm tun? Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel. Reine Indizien, natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion. Und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach, wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Okay. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein.
Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas de gens sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise. Ja, genau. Important. Oui, mon général. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat. Mhm, okay, ja. Keine Ahnung, worum es geht, aber es wird bestimmt ganz super. Jahrhunderte sind vergangen. Doch unser Orden hat unerschütterlich seine heilige Mission verfolgt. Das Gleichgewicht zwischen Menschen und Halbblütern zu wahren. Dies war das Ziel unseres Gründers, König Artus. Möge sein Name in alle Ewigkeit strahlen. Ist es wahr? Hat der Lordkanzler an Artus Seite gekämpft? Das sagt die Legende. Heute wird dieses Gleichgewicht von einem neuen, ebenso schlimmen Übel bedroht. Der Rebellion. Solange ihr Feldzug der Anarchie und des Schreckens noch andauern kann, wird die lykanische Seuche, die unsere Stadt infiziert hat, immer unerträglicher werden. Der Lord Kanzler stimmt also der Dringlichkeit einer Mission in Whitechapel zu. Whitechapel ist Angelegenheit der zivilen Behörden. Als der edle Artus sich gegen den römischen Kaiser Lucius auflehnte, hielt er sich auch nicht mit Fragen nach der Rechtmäßigkeit auf. Geben Sie mir keine Geschichtsstunde, Sir Percival. Ich habe mehr Geschichte erlebt, als Sie es hier tun werden. Ich erinnere alle Ritter hier, dass diese Gefahr nicht nur von außen, sondern auch von innen droht. Wir müssen gemeinsam wachsam sein. Sonst werden unsere Ränge durch jene vergiftet, die vernichten wollen, was uns heilig ist. Niemand kann sich dem Einfluss der Rebellen entziehen. Sicher will der Lord Kanzler Sir Percivals Loyalität nicht in Frage stellen. Dieser Orden hat Sir Percivals Rat lange Zeit sehr geschätzt. Doch diese Situation erfordert Umsicht und gemeinsames Handeln, keinen Aktionismus. Sir Percival hat recht, Lord Kanzler. Die Situation in Whitechapel erfordert unser Eingreifen. Spricht Lord Darwin mit dem Wohlwollen der Peers? Lord Hastings, Lord Danglars. Das tut er, Lord Kanzler. Vielleicht sollte der Rat seine Frage anhören. Also gut. Was sagt der Orden der Ritter Ihrer Majestät zur Angelegenheit in Whitechapel? Ja oder nein? Nein! Also nein. Dieser Rat ist aufgelöst. Unser Orden wird zu vorsichtig, Grayson. Diese Tatenlosigkeit schwächt uns. Hör auf, Sebastian. Scheiß auf die Vorsicht. Sir Percival ist sehr aufgebracht. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, sollte man ihn nicht verärgern. Ja, gut. Sie davon. Percival scheint seine Ermittlungen fortsetzen zu wollen. Sie haben den Lordkanzler gehört. Der Rat wird es nicht billigen. Unser Ritterbruder hat es sich angewöhnt, seine Befehle zu missachten. Ich fürchte, viele werden Bruder Percivals Insubordination langsam leid. Wenn jemand die Freiheit hat, die Autorität des Rates herauszufordern, dann ihn. Okay. Es bleiben zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige Optionen. Ich lausche mal noch ein bisschen rum hier. Glauben Sie, dass es genügend Beweise für unser Eingreifen gibt? Wir haben schon mit weniger gearbeitet. Auch wenn es nicht immer rechtmäßig war. Ah ja. Ja, das artet so ein bisschen hier in politische Intrigen jetzt auch noch aus, oder was? Ist ja hier, dafür, dass ich noch gar nicht groß weiß, worum es überhaupt gehen wird, kann ich dir da über die Schulter gucken, was du Spannendes liest? Nee, ne, das wäre auch zu einfach gewesen.
Können wir da auch noch rumlauschen? Der Orden darf nicht untätig bleiben und die Halbblüter dulden. Du kannst nicht leugnen, dass etwas Wahrheit in dem steckt, was Percival gesagt hat. Bedenken Sie, wo Ihr Platz ist, Lady Igraine. Wer sind Sie, dass Sie die Weisheit des Rates anzweifeln? Ja, Lord Kanzler. Mhm. Okay. Da kriegt die auch ein bisschen Schelte, na gut. Gut, ich kann jetzt, glaube ich, aber nichts anderes mehr außer hier gehen. Dann machen wir das mal. Alles sehr, sehr interessant inszeniert. Auch wenn ich, wie gesagt, noch gar keinen Plan habe, worauf das hier hinauslaufen wird. Da komme ich nirgendwo hoch, ne? Okay. Na gut. Ella hat kümmert sich zur rechten Zeit darum. Ich habe etwas Dringenderes zu tun. Wie Sie wünschen. Wie viele von uns machen die Reise nach Amerika? Lord Barrett, Lord Darwin und ich selbst. Ich habe viel Gutes über die Agamemnon gehört, Lord Hastings. Sie ist das Beste, das die Vereintes Indien Company je gebaut hat. Ich verspreche eine angenehme und schnelle Reise über den Atlantik. Dürfen wir beim Start mit Ihnen rechnen, Sir Lucan? Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungfernflug zu sehen, meine Lords. Sir Lucan, wenn ich darf. Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich. Alistair, du weißt so gut wie ich, dass Whitechapel der Schlüssel für diese Unruhen ist, für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos. Der Rat hat gesprochen. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern, dass wir alle dem Lordkanzler zu Diensten sind? Du bist der Ritterkommandant. Bring ihn zur Vernunft. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es ist ein akzeptables Risiko. Eines, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich niemand sonst. Whitechapel bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sir Lucan. Deinen Dank brauche ich nicht. Bring mir Ergebnisse. Wie der Ritterkommandant es wünscht. Ich sehe sehr, sehr viel Bürokratie hier. Wann geht's los? Es geht doch nicht um Whitechapel. Aber mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material, Isabeau, auf ein Wort. Sagen Sie, Monsieur, der Lordkanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Igraine wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Vielleicht, um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem, meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Marquis, beeilen wir uns. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. Freund Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem, ich verlasse mich auf deinen mäßigenden Einfluss. Sebastian und ich waren lange Partner. Ich vertraue ihm blind. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Hm. Pass auf meine Schwester auf. Bitte. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun? Hm? Viel Glück und viel Erfolg. Na, dem stimme ich sogar zu, so wie die nette Dame bisher wirkt. Stehst du in den Diensten, Sir Galahad? Was? Ja, alles klar. Ja, ich... ja, Tesla. Wie gerufen. Darf ich mich kurz noch rumgucken, wenigstens? Meine Güte. Dieses Spiel hat es irgendwie eilig mit mir. Wahrscheinlich haben sich deswegen auch alle aufgeregt, dass es so kurz wäre, weil das Spiel ständig sagt, jetzt schnell hier, jetzt machst du eben das da und ach, guck mal die Credits. Mal gucken. Mal gucken, wie lange wir hier brauchen werden. Also ich bin ja dafür, dass ich irgendwann genauso wohne. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich gehe da mal in meinen Westflügel. Gefällt mir. Schon edel. Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf.